Hallo Leute und herzlich willkommen zu der 21. Folge Minecraft Pirates. Woo! Heute ist leider keiner wirklich dabei. Also zumindest jetzt am Anfang nicht, aber die kommen bestimmt noch. Ja, ja. Und wie ihr seht, ich habe ein bisschen minimal den Boden weiter gemacht. Ich habe mir ein bisschen Sand geholt, weil ich Sand brauche. Sonst hätte ich mir ihn auch nicht geholt. Das war ein sehr schlauer Satz, den sollte ich definitiv öfters bringen. Stimmt, der Ofen, der sollte ja dahin. Nö, der sollte eins höher. Genau. Und habe ich Kohle? Natürlich, das ist super. Kann ich hier schon mal alles reinpacken. Genau. Ich muss gucken, dass ich mich hier nicht verbaue. Weil ich leider nicht genau weiß, wie das ist. Ich sollte mir vielleicht das Haus einfach runterladen auf eine Singleplayer-Map und es dann von da einfach mal 1:1 abmessen. Aber ich mache hier einfach mal ganz kurz Steinziegel, weil ich glaube, damit bin ich safe, dass das richtig ist. Ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich muss nämlich, glaube ich, das so machen. Genau. Dann hier so machen. Dann ist da bestimmt auch nochmal was. Nein, ist es bestimmt nicht, weil das Haus hier nicht endet. Aber irgendwie doch. Aber das sieht da richtig bescheuert aus, deswegen mache ich es nicht. Weil ich ja so weiter. Das Haus endet dann genau da. Ja, jetzt ist schön. Hier, ich wollte schon sagen, könnte der Geheimgang sein. Aber das dürft ihr ja natürlich nicht wissen, falls ihr dann Leute vom Projekt hier zugucken. Ja, ja, also nein, da ist kein Geheimgang, Leute. Ich mache mich hier gerade echt zum Affen, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Ich brauche ein, wie macht man zur Hölle, ein Lagerfeuer. 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 Nein, das brauche ich ja gar nicht. Stimmt, weil ich habe eins in meiner geilen Kiste. Das habe ich der Crew noch gar nicht gesagt. Aber ich glaube, das werde ich auch nicht machen. Was wollt er denn? Okay. Irgendwas Geheimes. Vielleicht, weil wir angegriffen werden. So eine Art Leuchtturm, das wäre cool. Hallo. Ach, du bist das. Ja. Dachtest du irgendwas, irgendjemand Besonderes? Ich such den Captain. Der ist da oben. Warte, ich komm mit, ich zeig's dir. Kommen Sie mit. Da ist er ja schon. Da, bei diesem, was auch immer. Ah. Viel Spaß. Ist es schön, den netten Menschen zu helfen. Also man kann auch bösen Menschen helfen, aber ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Ja, ja. Ganz kurz gucken. Ja, dürfen sie nämlich nicht sehen. Dann habe ich hier nämlich ein Lagerfeuer drin. Ja. Hat keiner gesehen, okay. Hat es irgendjemand gesehen? Nö, perfekt. Das ist gut. Leinen haben wir doch auch, oder? Ja, ich glaube schon. Die habe ich mal mitgebracht von dem Außenposten. Ich glaube, ich habe die dem Captain gegeben. Und wo er sie hin hat, weiß ich leider auch nicht. Nö. Auch nicht in der Müllkiste. Auch nicht in der Müllkiste. Ah, hier sind auch die Leinen. Doch, in der Müllkiste. Wie habe ich den übersehen? Hallo. Hallo. Ich wollte fragen, ob einer Lust hat, mit mir auf Schafsuche zu gehen. Vielleicht haben wir ja doch noch welche. Dann können wir die Taverne viel schöner machen. Aber ich muss leider mein Haus ein bisschen weiter bauen. Ich habe ja noch kein Haus und wir brauchen dringend Wolle für die Taverne, damit es hübsch aussieht. Und alleine ist gefährlich. Vielleicht finde ich welche, wenn ich bei meinem Haus weiterbaue. Also ich bin da mal weg, ne? Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Tschüssi. Dankeschön. Oh, der Steg sieht richtig cool aus, mal kurz so, ne? Der sieht mega, mega cool aus. Richtig schön einladend, aber das gefällt mir schon mal nicht, weil das ist nicht symmetrisch. So, ich habe hier jetzt mein tolles Lagerfeuer. Ich brauche aber hier noch irgendwelche Steine. So, dann mache ich das so hin. Da brauche ich jetzt eine Eisenfalltüre. Eisenzaun wäre auch cool, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwas. Was ist, wenn ich so ein vertikalen Ding setze? Das sieht ja richtig bescheuert aus. Okay, nee. Da, vertikale Marmorstufe. Oh, das würde auch cool ausgucken, ne? Die aus Stein, aus Quarz. Aber wir haben keinen Quarz. Wir kommen ja nicht in den Nether. Machen wir hier mal so eine Steinstufe. Und hier nochmal so einen Stein. Boah, cool. Nehme ich mir einfach mal kurz alle. Ja, genau. Und schmeiß die erstmal weg. Das ist genau das, was ich wollte. Aber sieht man das dann? Habe ich es doch eher verdeckt, aber das möchte ich doch nicht. Also ich verstehe halt die Physik dahinter nicht, ne? Da hätte ich auch gleich einen ganzen Block nehmen können. Aber, boah, so sieht es. So, oh mein Gott, so sieht es mega, mega cool aus. Brauche ich halt nur noch eine Falltür. Im Action, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Falltüren. Ich hoffe, mein Haus fackelt nicht ab, aber ich glaube, ein Lagerfeuer verbreitet kein Feuer. So blöd, wie es anhört, dann sollte ich gerade richtig bescheuert an. So, aber dann kann ich hier schon mal weitermachen mit der Treppe. Genau, weil es ist nämlich genauso auch hier. So, dann ist da... Wie hat er das gemacht? Ah, der hat es hier ein bisschen weiter runtergesetzt. Aha, so hat er das gemacht. Ja, ja. Dann hat er das nochmal so gemacht, dazwischen der Falte. Und ich glaube, hier geht es dann hoch. Nee, ich habe es falsch gemacht, genau. Weil der junge Typ hat das so gemacht. Und so gemacht. Jetzt habe ich es. Da nochmal so eins gesetzt. Hier das dann hochgezogen. Zack, zack. Da eine Falte hin. Genau, genau, genau.
Und hier das dann so schön abgerundet. Perfekt. So sieht es irgendwie echt ein bisschen schön aus. Wenn ich die jetzt nämlich so hinsetze, dann verdecke ich das. Das möchte ich aber nicht. Genau, dann kann ich hier ja genau dasselbe schon mal machen. Ziehe das hoch, ziehe. Die riecht halt irgendwie mal am Essen nach in meinem Zimmer. Ich weiß aber nicht warum. So, so, so. Und ich merke, ich muss dann noch eins höher. Zack. Aua. Und so. Dann nochmal ein paar leckere Falltüren. Weil Falltüren sind lecker. Die esse ich immer zum Frühstück. So und so. Und esse die zum Glück nicht zum Frühstück, weil sonst bekomme ich, glaube ich, ein bisschen Magenprobleme. Aber egal. Das hier muss so offen sein. Genau. So. Und jetzt kann ich da hochspringen. Das ist doch toll. Genau. Dann kann ich nämlich noch eins höher bauen. So machen. Dann kommt da eine Treppe hin. Dann kann ich so machen. Und das hier damit zumachen. So. Ich habe keinen Wassereimer. Außer mein Axolotl, aber den möchte ich nicht verlieren. Und ich kann da meine Truhe irgendwo hinpacken. Am besten hier in die Ecke. Das Problem ist nur, erstens habe ich keine Truhe. Und zweitens glaube ich, wenn ich da dann die Wand hochziehe, bringt es mir halt nichts, ne? Ja, hier einen ganzen Block draus machen, das ist aber glaube ich auch nicht so gut. Obwohl, das sieht gar nicht mal so blöd aus, ganz ehrlich. Aber dann nehme ich da nicht zwei Dinger für, sondern einfach so. Ja. Aber hier meinen Geheimgang machen, ja? Ich meine natürlich, aber kann ich ja. Die Wand machen natürlich, ja, ja. Das sieht unfassbar schön aus, Leute. So, genau. Dann mache ich hier noch ein paar, brauche ich noch ein paar Treppen. So, schubdidupp. Dann, wie hat er das gemacht? So, so, so. Und dann noch eine Falltüre. Oh, da hat er richtig schön Weg gemacht, Alter, holy. Sieht richtig cool aus. So, das ist doch super. Ja, das gefällt mir richtig schön. Ich hoffe, man macht Rahmen so. Und daraus kann ich dann einen Glasrahmen machen. Ja, stimmt, weil ich habe da hinten ja Glas gebrannt. Genau. Kann ich jetzt so einen Glasrahmen machen? Brauche ich Glasscheiben dafür? Och, bitte lass mich jetzt nichts Falsches bauen, ne? Jawohl. Weil dann kann ich nämlich da... Ja. Okay, alles klar. Das war natürlich genauso gewollt. Ich baue mich mal ganz kurz hoch. Ich habe jetzt echt mal Dreck weggeworfen. Das ist natürlich auch super. So. Habe ich gerade ein Schwert, das ich... Nein, habe ich nicht. Also ja, ich habe ein Schwert, aber ich würde gerne irgendwas reinsetzen. Weil dann kann ich nämlich so machen. Und dann sieht es, finde ich, mega, mega cool aus. Dann mache ich das kurz kaputt. Mach hier noch was hin. Jawohl. Das kann weg. Das packe ich ein bisschen weiter hier rüber. Oder hier hoch. Oder wie auch immer. Ich brauche mal noch eine Fackel, fällt mir gerade ein. Hier ist es ein bisschen sehr dunkel. Da eine Fackel und hier eine Fackel. Und da noch eine Fackel. Und dann ist sie richtig super hell. Ja. Und dann mache ich hier ein Schild hin. Domi's coole Hütte. Dass es so offen ist, gefällt mir eigentlich echt mega cool. Ist zwar ein bisschen doof, dass dann die Leute hier reingucken können und dann halt reingucken können. Aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Weil dann sehen die ja auch gleich, ob ich zu Hause bin oder nicht. Was wiederum natürlich für Blinderer halt doof ist. Oh, da schau an die. Aber Leute, ich glaube, die Folge fällt ein bisschen kürzer aus, weil ich würde keine neue Folge draus machen. Deswegen sage ich ganz schnell Tschüss und ganz schnell wieder Hallo in der nächsten Folge. Tschüss.